Jo Leute, willkommen zu einem weiteren kurzen neuen Shop-Video. Auch heute schauen wir direkt mal wieder ganz kurz, was in den Shop reinkommen wird. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal drauf. Wir sehen, er ist gleich da. Eine Sekunde noch. Und der Shop lädt. Okay, ein neuer Skin. Interessant. Meister Minotaurus. Okay. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit an. Der sieht nämlich schon mal extrem krass aus. Nicer neuer Skin. Oha, das Rückenteil. Oh, so ein Schild. Zum Bull, glaube ich. Okay, das sieht echt krass aus. Ein sehr nicer Skin. Heute auf jeden Fall neu im Shop für 1500 und ja, hat was. Gefällt mir mega. Ansonsten gibt es dann eben einmal den Haxperte nochmal zurück. Einfach dieser nice Skin. Wir sehen hier überall diese Zahlencodes, die hier so langlaufen. Finde ich extrem nice. Ist auch auf der Hacke so. Zeige ich auch mal direkt hier, dass die Hacke, hier drehen sich die ganzen Zahlencodes durch. Das sieht extrem nice aus und ich zeige mal hier direkt den Ton. Heute auf jeden Fall zurück nach einem Monat und ansonsten gibt es noch ein weiteres Set und zwar das Set einmal hier mit dem Gewitterskin, auch ein cooler Skin, animiert, ist extrem nice, auf dem Rücken hier dieser Umhang, hier so ein paar Blitze, sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Dazu gibt es dann einmal noch den Blitzskin, der okay ist, relativ günstig, dazu gibt es dann einmal noch die Sturmblitzhacke, dann noch einmal Sturmauge, der passende Gleiter und auch noch hier eine Lackierung und zwar Turbulent. Alles hier in so einem Sturmlook. Extrem nice. Auch zurück nach einem Monat. Und das sind auch schon hier die gesamten vorgestellten Gegenstände. Und an der Stelle könnt ihr gerne mal ganz kurz rechts unten hier auf eine Schütze einen Quader klicken und hier den Code Detour eingeben. Würde mich riesig freuen. Und wir gehen auch schon direkt zu den täglichen Gegenständen. Hier gibt es ganz vorne einmal den Nightrider Skin. Ein Skin aus der Season 3, also schon extrem alt. Hat ja hier letztens ein neues Rückenteil bekommen. Auch ganz nice. Heute auf jeden Fall auch zurück nach einem Monat. Daneben gibt es einmal die Abtrünnige. Auch ein sehr alter Skin aus der Season 1. Ebenfalls zurück nach einem Monat. Ist ganz okay. Und ansonsten gibt es hier einmal Hüpfpfeffer, das Emote. Ein sehr lustiges Fortbewegungs-Emote. Auch heute zurück nach 30 Tagen. Und ansonsten gibt es hier einmal die animierte Magma-Lackierung. Ich glaube, einer der ersten animierten Lackierungen und auch die sieht immer noch extrem krass aus. Die ist heute zurück nach 55 Tagen wirklich eine sehr nice Lackierung. Dann gibt es daneben einmal Elektro-Shuffle. Auch ein Season 1 Emote, extrem alt, zurück nach 31 Tagen. Und daneben gibt es einmal das Emote Puh. Ja, der wischt sich einfach nur den Schweiß von der Stirn. Ganz kurzes Emote für 200. Geht eigentlich klar. Zurück nach 26 Tagen. Und ansonsten gibt es natürlich einmal noch den Aurum-Skin. Und dazu auch noch hier den legendären Gleiter. Ja, und das war es ja eigentlich auch schon mit dem Shop.